Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zum großen Finale von The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir stehen vorm großen, bösen Dungeon-Wächter-Endboss und ich war mal so frei und habe mir den Boss-Guide angesehen, in der Komplettlösung, die ich in den Steam-Guides gefunden habe. Und meine Vermutung war richtig, wir müssen ihn in die Bälle da locken. Ich habe mir nur nicht gemerkt, in welche Reihenfolge die Dinger schießen. Also ich glaube, als erstes schießt das. Dann müsste der hier drüben schießen und dann der hier. Und die Heildinger sollten wir gucken, ob wir sie brauchen. Wenn nicht, sollten wir sie ignorieren. Wir sollten nur halt gucken, dass er nicht davon getroffen wird, sonst heilt er sich. Also ja, den Schuss werden wir nicht kriegen. Dafür aber dann halt den Schuss. Und dann müssen wir ihn darüber boxieren. Okay. So. Das heißt, wir müssen unseren Tank am Leben halten. Oh, dem da ausweichen. Oh, unser Tank kriegt schon ordentlich eins aufs Maul. Oh, das war falsch. Okay. Die brennende Hand, die sollten wir auf jeden Fall blocken, also unterbrechen. Und ich muss auch erst reinkommen. Mal sehen, wie lange wir für den Fight brauchen. So. Und die Brände hat gleich mal unterbrechen, damit die nicht gleich so viel Initialschaden macht. So, und jetzt bleibst du da schön stehen. Die Brände hat, der können wir nichts entgegensetzen. Halt verkehrt rum, so. Das da, das da, das da. Wir dürfen nur nicht in Hektik verfallen. So, das war der erste Treffer. Die brennende Hand können wir blocken. Noch sieht alles gut aus. Dass er hier so viel abkriegt, das finde ich nicht so toll. Heilen sicherheitshalber, wir haben so viel Heiltränke, da können wir ruhig verballern. So, jetzt stehen wir auf der anderen Seite und können ihn hier hinlocken. Die brennende Hand können wir leider nicht unterbrechen. Okay, alles gut soweit. Was halt auch vorgeschlagen wurde. Okay. Verkehrt herum. Ist aber schon mal gut zu wissen.
erst die innere, also erst schießt innen, dann außen, dann wieder innen, dann wieder außen. Okay. Oh, das hat ihn sogar erwischt. Sehr schön. Ich muss ja halt auch viel mit der aktiven Pause arbeiten. Da kommt eine brennende Hand, gegen die wir nichts machen können. Aber wir sollten schon mal hier hingehen. Ausweichen. So. Jetzt sollten wir einen Quick Save machen. Ich habe ja zum Glück Autosaves für den Fall, dass was schief gehen sollte. Okay, die nächste brennende Hand. Von ihm sollte ich dann wieder blocken. Das ist eine Energieexplosion. So, die brennende Hand blocken. Heilung in der Reihenfolge. Das machen. Das hier machen, das hier machen. Mal ein bisschen taunten. Ja, auf die Heilung achten. Energieexplosion. Okay, er hat den dritten Ball abgekriegt. Das heißt, wir können uns jetzt dahin bewegen. Ja, sieht gut aus noch. Energieexplosion, hier können wir ausweichen. Brennende Hand unterbrechen wir. Heil den mal ein bisschen hier mit. Die brennende Hand, der können wir nichts machen. Wir können das aber schon mal hier hinstellen. So, da sind drei. Das heißt, machen wir die Reihenfolge wieder so. Machen hier sicherheitshalber wieder ein Save. Weichen der Energieexplosion aus. Unterbrechen die brennende Hand. Tauten ihn, dass er den richtigen schlägt.
entladen, weil er gerade den falschen Tod geschlagen hat. Oh, ich habe vergessen, meine... Ja, wenn der Tank keine Agro zieht, dann ist es klar, dass er die anderen schlägt. Ah, das stimmt alles so. Kann nicht unterbrochen werden. Ja, stimmt. Das kann aber unterbrochen werden. So. Okay, er benutzt eine Regeneration. Oh, die Energieexplosion, die ist nicht schön. Brennende Hand. Wieder ein Quicksave. Die brennende Hand können wir blocken. Jetzt müsste da demnächst wieder... ein... Na, noch ist es niedrig genug. Können wir so weitermachen? Ja, einer von denen kommen. Gut. Das heißt, wir können hier einen Quicksave machen. Als nächstes müsste nämlich auch eh der da schießen. Ja. Energieexplosion ist okay. Brennende Hand. Warten wir, bis er ziemlich weit oben ist. Oh, die Heilung hat uns getroffen, oder? Ja, sehr gut. Das stimmt alles so. Quick Save machen. Energieexplosion ausweichen. Noch eine brennende Hand. Wieder der Regeneration. Okay. Energieexplosion. Die brennende Hand trifft uns nicht. Die Regeneration können wir auch leider nicht unterbrechen. Wir sollten aber mal die Heilung wieder auf ihn draufpacken. So. Hier stehst du gut. Wieder ein Quicksave machen. Die brennende Hand können wir nicht unterbrechen. Das ist schade. Machen wir es lieber so rum.
Wen greifst du an? So, jetzt sollte das ein bisschen deine Aggro auf den richtigen lenken. So, eine brennende Hand. So, und so, und so. So, das verursacht hier jetzt einen Haufen Schaden eigentlich bei ihm. Die brennende Hand können wir leider nicht blocken. Explosion können wir auch nicht blocken. So. Jetzt haben wir 10 Stacks drauf. Die müssen unbedingt drauf bleiben. Jetzt muss Serikal auch mit den härteren Geschützen auffahren. So. Die brennende Hand, die können wir gleich unterbrechen. Dann gehst du mal dahin, bitte. Die brennende Hand können wir leider nicht unterbrechen. Er hat jetzt von da den Schuss abgekriegt, wenn ich richtig gesehen habe. Müsste er eigentlich. Wenn wir Glück haben, haben wir ihn gleich down. Nein, er benutzt noch eine Regeneration, aber wir machen genug Schaden bei ihm. Und der Tick macht ja auch genug Schaden bei ihm. Sicherheitshalber heilen wir mal den Tank. So, in der Reihenfolge. Hey, er ist tot. Geist des Kaisers. Endlich, ihr habt mich befreit. Ich danke euch sehr. Nun wird mein Geist frei sein und in unser Universum eingehen. Aber du bist nur ein Kind. Das war ich einst, aber ich bin es wohl nicht mehr, auch wenn ich jetzt den... Aber wenn du jetzt den Körper siehst, den ich einst hatte, als ich hier unten starb, das liegt erst so weit in der Vergangenheit. Also bist du wirklich der junge Kaiser? Ich war es ja. Ich war so lange eingesperrt in diesem Dungeon, gezwungen dazu sein, Wächter zu sein. Achso. Aber ich fand einen Weg zur Flucht. Ich musste eine Folge von Ereignissen auslösen, damit du mich findest. Dabei stellte ich Feinde und Herausforderungen für dich auf, damit du stärker und stärker wirst. Und in der Lage warst, die mich versklavende Magie zu besiegen. Du hast also die mysteriöse Flucht der Gefangenen organisiert und sie gezwungen, den Weg zu dir zu bewachen? Mein Geist schwindet, ich werde bald fort sein. Nochmals danke, allerdings tut es mir leid, dass ihr hier sterben werdet. Was?
Ja, ich war der letzte Wächter dieses Dungeons, also wird er über euren Köpfen zusammenfallen. Aber sorgt euch nicht. Ihr seid nun Helden des Kaiserreichs, oder? Sehen werden schnell den Himmel wandern. Du glaubst an den Himmel, richtig? Sagtest du nicht, dass dein Geist schwindet? Solltest du nicht auch in den Himmel gehen oder in die Hölle? Oh verdammt, ich rede wohl zu viel. Denkt daran, euer Tod war nicht vergeblich. Wir werden alle zusammen ruhen. Jetzt. The Fall of the Dungeon Guardians. Geschichte der Dungeonwächter. Dungeonarchitektur der Dungeonwächter. Fallen der Dungeonwächter. Rätsel der Dungeonwächter. Sorgt für Licht im Dungeon. Die unsichtbare Horde der Imps. In ihren eigenen tragischen Rollen. Hagrim, Selastra, Talisa und Serikal. Serikal sagt sicherlich im Hintergrund, ich habe für sowas nicht unterschrieben. Jungs, es war mir eine Ehre, mit euch zu dienen. Ich wäre lieb beim hohen Alter in meinem Bett gestorben, aber dies hier ist wohl der zweite von mir bevorzugte Weg zu sterben. Gut, dass wir dich glücklich machen konnten. Wir sehen uns auf der anderen Seite, falls es eine gibt. Ja, Level Design. Der Dungeon-Wächter. In ihren eigenen belanglosen Rollen. Trolle, Orks, Goblins, Barbaren, Skelette, Gnome, Radkins, Dämonen, Spinnen und so weiter. Okay. Hast du das gehört? Das hereinbrechende Wasser? Ja, das ist großartig. Dass wir wohl ertrinken werden, anstatt zerquetscht zu werden? Ja, das hört sich großartig an. Nein, der Wasserstrom versiegt recht schnell, was bedeutet, dass eine Wand eingestürzt ist, hinter der ein mit Wasser gefüllter Hohlraum war. Wenn er natürlicher Art ist, ist er nicht Teil des Dungeons. Er wird also nicht einstürzen. Lauf einfach dorthin. Wirklich? Wo ist er? Ich kann ohne Licht nicht viel sehen. Ich denke hier entlang. Beeil dich. Ja, jetzt kommt das echte Ending. Sehr interessanter Abspann, ja. Gut, das war The Fall of the Dungeon Guardians. Ein Dungeon Crawler, den ich jetzt nicht unbedingt als AAA-Titel bezeichnen möchte. Er hatte so seine Höhen und Tiefen, seine Bugs und komischen Sachen. Und ein sehr interessantes Ende. Ja. Aber mir hat die Reise Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja. Was soll ich noch großartig dazu sagen, außer, dass es jetzt vorbei ist. Und wir damit fertig sind mit diesem Let's Play. Und uns anderen neuen Aufgaben widmen dürfen. Ja, also ich hatte für die Zeit, das waren ja, glaube ich, an die 100 Folgen. Oh, es geht noch weiter. Werfe einfach deine Ausrüstung weg, wenn du zu dem Loch da schwimmen willst. Schon getan. Deine Ringe hast du aber nicht weggeworfen. Ach komm schon. Tu es jetzt. Okay, okay, in Ordnung, dass du endlich hier von dir verschwinden. Hey, was ist denn da? Fortsetzung folgt. Ja. Gut, nachdem jetzt der Abspann ein bisschen laut war und das Ende sowieso bekloppt und so. Kommen wir zum Schlusswort. Wie gesagt, das Spiel hatte seine Höhen und Tiefen. Es war teilweise recht lustig. Es war recht anstrengend teilweise auch. Unser Heiler ist oft genug gestorben. Arme Silastra. Aber ja, es war ein interessanter Ritt, würde ich mal sagen. Die Zeit, die es angedauert hat, hat es schon recht viel Spaß gemacht. Ob davon jemals ein zweiter Teil kommen wird, wage ich aber zu bezweifeln, weil ich glaube, so erfolgreich war das Spiel nicht. Also, es ist kein Legend of Grimrock. Allein schon vom Gameplay her nicht, aber auch von der Qualität her. Legend of Grimrock um einiges besser. Aber meckern will ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich hatte Spaß bei dem Spiel. Es war herausfordernd. Die Rätsel waren okay. Vor allem die der Treasure Hunt war sehr interessant. Ich musste zugeben, ich bin oft genug in Versuchung gekommen, auf die Komplettlösung zu gucken, nach Secret Doors.
Weil ich wollte einfach einen 100% Run draus machen. Also es ist jetzt ein 100% Run geworden. Ja, was kann ich noch sagen? Es ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet auch eure Freude. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei anderen Projekten. Also, ciao, ciao.